wollt wissen, warum ich hier den Strom ausschalte, dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Als erstes wollen wir mal gucken, dass wir unsere Stahlproduktion eigentlich ins Laufen kriegen. Und dafür fehlt uns Trollkoks. Dafür wiederum müssen wir den ganzen Shit da hinten anschließen. Erstmal gucken, auf welcher Ebene das war. Auf dieser hier. Ha, perfekt. Das heißt, wir brauchen die Kollegen hier. Die sind es, die uns das Zeug bringen, was wir da hinten brauchen. Das haben wir alles so schön zusammengebaut. Und wir haben da unser Türmchen. Und das heißt, wir gehen jetzt hier hin und führen. Wollen wir da oben drüber rüberführen oder? Ah, wie machen wir es am sinnvollsten? Das sind 4 Stück, ne? Dann würde ich sagen, setzen wir. Hier haben wir so einen schönen Mittelpunkt, der gefällt mir. Da setzen wir den Kollegen hin. Nehmen uns Strom. 1, 2, 3. Okay, oh, es sind 5. Ja. Kann man sich schon mal verzählen. Macht nichts. Trotzdem mittig. Gehen dann hin. Macht das Sinn, hier lang zu gehen oder darüber? Ich würde sagen, das macht Sinn, hier lang zu gehen. Wir gehen damit. Hier hin. Gehen damit. Dorthin. Wie haben wir den denn stehen? Der steht genau da am Rand. Das ist optimal. Das heißt, wir können den hier hinsetzen. Können damit weitergehen. Bis. Jetzt geht das wieder los. Bis. Hier hin. Weil hier. Ist auf dieser Höhe ungefähr. Nicht optimal, dass ich den da anschließe. Da hat was gut geklappt. So, damit hätten wir die da hinten wenigstens schon mal hier reingebracht. Muss ich gleich einmal hier aufmachen, dass das nicht so ein Problem ist. Und hochführen. Das fällt mir nur gerade auf. Uns fehlt da noch Wasser. Weil ohne Wasser von da kommen wir sowieso nicht weit. Weil wir brauchen nämlich als nächstes das Zeug. Moment. Das Zeug. Und das geht dann teilweise da hinten hin, teilweise dahin. Das heißt, die würden nicht optimal auf, aber das kriegen wir doch relativ zügig hin. Wir müssen uns dann um den Kram da vorne kümmern. Und da müssten wir halt Wasser dran bringen. Weil da habe ich noch irgendwas, um Wasser wieder zurücklaufen zu lassen. Da muss noch eine Pumpe hin. Die müssten wir auch irgendwie anschließen. Oh Mann, das ist wieder alles kompliziert. Das kriegen wir hin. Aber das sieht doch gut aus, dass wir mit den zwei hier auskommen. Dann machen wir das doch auch. Setzen dich dahin, dich hierhin. Und wie viele waren das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dafür bräuchte ich eigentlich den. Das habe ich natürlich alles nicht dabei. Ich kann natürlich auch mit 2 von denen arbeiten. Das gefällt mir eigentlich besser. Ja, das machen wir auch. 1, 2, 3. Ja, aber bei 9 hätten wir einmal 4 und einmal 5. 1, 2, 3. Setzen wir hier vor.
die Growth. Und dann müssen wir gleich gucken. Dann fangen wir erstmal an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann nehmen wir dich mit und setzen dich quasi direkt daneben. Macht doch Sinn, oder? Dahin. Dann gehst du von dort aus. Den brauche ich gar nicht. Ich brauche den. Dorthin. So. Das heißt, du kommst von da dran. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir ja alles geschlossen. Bis dahin haben wir. Und da müssten noch ein paar über sein. Wie machen wir das jetzt am besten? Wenn ich den hier einfach upgrade zu so einem, könnten wir den direkt entsprechend mitbenutzen und brauchen uns da dann keinen Kopf drum zu machen. Das heißt, den. Und offensichtlich bin ich nicht so gut im Zählen. Oder doch? Da ist der Schornstein von da oben. Mein. Okay. Da müssten jetzt. Passt. So, das heißt, wir können den Anschluss oben auf den einen setzen, den auf den anderen direkt daneben. Richtig. Dann nehmen wir dich mal mit. Yes. Da, sagen wir mal da. Genau auf die Höhe. Ja. Dich nehmen wir mit. Bis daneben. Dann geht's mit dir nach ganz oben. Ungefähr da so hin. Und mit dir hier so hin. Von da aus an den. Und von hier aus an den. So. Dieser hier hinten ist ein bisschen verwirrend. Petrol Koks und wird eingeschaltet. So. Und dieser dort ist das andere Zeug, nämlich was produziert der nochmal? Hatten wir da als Rezept das gut. Das ist Polymerharz und muss gleich nochmal gucken, wie das. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht, wie praktisch. Polymerharz und wie ist das andere Zeug? Schweröl-Rückstand. Der müsste dann auch direkt dafür sorgen. Warum sagt er mir hier? War so ungefähr. Sag mal. Wo gehst du hin? Du, Kollege, gehst auf. Riesen. Oder?
die so immer ineinander hängen, ist das ein bisschen schwierig zu sehen. Also dieser ist, hier wird der angeschlossen. Und der geht auf den. Ich brauche diesen dort und nicht den hier. Bob. Aus. So, den da. Dann, er müsste so haben. Und dann müsste hier unten, aha, 270 Megawatt, genau. Jetzt müsste das da unten auch schon loslaufen. Da sehe ich auch schon Sachen laufen. Okay. Ich biege jetzt einmal, oder gehe jetzt einmal vorsichtshalber da drüben hin. Mal auf da. Auf da. Da müsste ja jetzt wenigstens Stahl stehen. Salpetersäure und Stahlwaren. Okay. Perfekt. Ab in mein Löchlein hier. Und runter hier. Da aus. So. Hat er für euch schon angefangen? Nein, ist noch nichts angekommen. Folgen wir dem mal, wo das Problem ist. Da hoch. Da dran vorbei, hier lang. Da kommt's. Jetzt. Du machst jetzt hier Stress. Habe ich Betrugboost reingekriegt? Warum? Ich habe den Falschrum da drin. Nein. Da bewegt sich nichts. Ist der zu nah dran? Oh, den nur weg. Das kann doch eigentlich nicht zu nah dran sein. Kollege, du hast so gar keinen Bock, ne? Splitter. So, pass auf. Wenn ich den jetzt hier hinpacke, dann müsste da ja quasi was drin sein. Jetzt nehmen wir den nochmal. Machen uns das Loch neu dahin. So. Und sagen, zack. Da ist was reingegangen. Das habe ich gesehen. So, jetzt geht der Shit da runter. Und ich auch. So, wieder zu. Fertig. Kommt der Shit hier an, es geht bis hier hinten hin. Geht auch rein. Die ersten fangen vorne an. Wir wissen ja, es ist ein Overflow, also dauert einen Moment. Er fängt jetzt an. Da geht der Stahl raus. Liste, die natürlich wieder verschwunden ist. So.
Nein, danke. So, okay. Alles ist an. Ja, der hinten verliert mal wieder ein bisschen. Logisch. Er auch. Weil erstmal müssen ja die vorderen volllaufen. Jetzt kommt da mal wieder ein bisschen zu. Noch sieht's gut aus. Das heißt, als nächstes müssen wir hier dem folgen. Jo, du stellst dich da an. Sehr gut. Und du kommst hier oben hin. Auch sehr gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde behaupten, wir fangen hier auf der Seite an. Ah, das muss alles nach oben. Perfekt. Das heißt, wir können diese komplette Ebene hier nehmen. Und das ist alles auf dieser Höhe. Das ist natürlich jetzt für das Mastenbauen echt bescheiden. Aber dann fangen wir hier vorne mit denen an. Oder hole ich mir jetzt das Wasser erst, damit ich weiß, dass ich... Ja, das ist echt ungünstig. Vor allem, das wird gleich alles aufhören. Ich brauche erst das Wasser. Ich meine, da unten wird auch alles stehen. Ich schalte das jetzt gleich wieder ab. Das macht am meisten Sinn. Ja. Also als erstes, wir haben jetzt gesehen, das läuft schon mal. Ich fliege da jetzt hoch. Schalte beide Seiten aus. Und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir den Stahl, den wir schon haben, bearbeiten. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Dich. Bob. Und dich auch Bob. Und dann einmal darüber. Andere Seite. Salpetersäure wird eh noch nicht gemacht, weil ich da noch kein Wasser drin habe. So, machen wir den aus. Obwohl, nein, komm. Die machen wir. Das machen wir nicht. Das ist besser, wenn wir es nicht machen. So. Wenn, dann muss ich einfach nur wissen, dass alle erstmal aus sind. So, dann stellen wir uns hier blöd hin. Liegen da runter. Dann gehen wir hin. In dem Fall machen wir das. Was haben wir denn hier überhaupt? Du machst Stahlrohr. Machst du? Du machst auch Stahlrohr. Okay, wir hätten hier schon mal die Stahlrohr. Dann müsste eine Excel-Tabelle. Was hatte ich denn gesagt? Was haben wir jetzt überhaupt gemacht? Wir haben... das ist Petroleum Coke haben wir. Die beiden. Machen wir mal eben in grün. So. Dann haben wir Heavy Oil Residue. Das ist nämlich das Rezept, was wir da haben. Haben wir die beiden schon mal. Jetzt kümmern wir uns um Steel Pipes. Die Pipes haben wir gesagt, die kommen auch auf. Westseite. Wir sind hier aber Ost. Ein Steel Ingots, die müssen auf. Ja, alles gut, ich bin nur falsch. Hier haben wir jetzt aber die Möglichkeit, bei den. Gott weiß, wie vielen Maschinen, die wir hier stehen haben. Ich glaube, da gibt es noch andere, die das wissen, aber ich gerade nicht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Mache ich das ganz simpel und sage, komm, wir Maschine, ja, wir ziehen das einfach
simpel durch, ja. Hier hin. Andi. Hier hin. Einmal du. Einmal du. Schubidu. Dahin. Komm her. Zack. Da dran. Und da. Dann haben wir nämlich. Ah. Dann haben wir immer schön einzelne, ne? Du kommst mit dahin und gehst dann dorthin. Dann gehst du dahin. Ich nehme mal schon an die dran. Und an die dran. Von da aus wieder einen weiter. So. Da dran. Und jetzt können wir noch einen weitergehen. Und dann haben wir den kompletten Spaß. Da dran. So, wir haben hier die beiden. Das ist alles Steel Pipe. Okay. Es wäre sinnvoll, den hier vorne hinzubringen. Den dort an die Ecke zu bringen, und zwar genau über diese Mitte. Und dann könnte ich eigentlich überlegen, von da aus schaffe ich das, dass ich hier hin und direkt und natürlich die Höhe so ein bisschen eyeballen, aber das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Welche Höhe brauchen wir denn da? Diese Höhe hier. Ich packe mal dahin. Ja. So, reichst du, um daran zu kommen? Yo. Easy. Mal gucken, wie wir das nächste da dran bringen, aber auch das schaffen wir. Dann geht das von hier aus wieder hoch. Bis hier hin. Bis. Na, komm her. Bis dahin. Und. Ich hätte ich gerne da drauf, weil ich dann weiß, dass du hier dran gehst. Du bekommst Stahlrohr. Ich mache mal erstmal an. Jetzt müssten da unten Dinge passieren. Perfekt. So soll es sein. Läuft jetzt natürlich nicht optimal. Aber egal. Die können wir jetzt erstmal. Sind auch schon fertig. Weil werden nicht weiterverarbeitet. Dann können wir dich erstmal wieder ausmachen. Aber das funktioniert. Wenn das so weitergeht, dann haben wir herausgefunden, dass mein komplettes System funktioniert. Ich bin ein klein bisschen stolz drauf. Jetzt auch ein bisschen Pipi in die Augen. Aber das ist doch super. Wir haben das schon mal. Ihr habt jetzt keinen Strom mehr, das ist mir klar. So, was braucht als nächstes Stahl? Zeit sagt auch super. Okay, wir kommen hier hin. Und ihr könnt noch gar nicht funktionieren, weil wir dafür Kunststoff brauchen. Dafür müssen wir das andere machen und brauchen Wasser hier oben. Das heißt, da müssen wir auch nochmal ran. Das ist dann was für die nächste Folge. Hier haben wir aber auch nur vier, die den Stahl brauchen, ne? Easy peasy. Vier Stück.
hier Mitte den dicken Stromhalter hier setzen wir dorthin. Teilen ihm mit, dass er mir ein Käffchen gönnen soll, dann aber bitte das machen, wofür er da ist, nämlich Strom verteilen. Dann kommst du mit. Und ja, hier wäre es jetzt eigentlich sinnvoller. Nee, hier wäre es noch genauso sinnvoll, das so zu machen, wie ich es gerade gedacht habe. Oder wie ich es die Zeit mal gedacht habe. So, du kommst bitte mit bis dort. Von dort aus geht es an dieser Kante entlang bis hier. Und du sieht alles ein bisschen dämlich aus und überlagert sich. Das ist nicht schön. Ist auch schwer zu, aber egal. Das ziehen wir jetzt so durch. So, das ist also. Hätte das Sinn gemacht? Den nehmen wir nochmal weg. Jetzt ziehen wir einen nach innen. Weil der muss da vorne weiter. Das heißt, von dort aus. Ne, ich habe sogar da so vorgesehen, aber da nicht mehr. Super. Ja. Da wäre dran. Okay. Dorthin. Jetzt hüpf. Wir schnappen uns dieses Gerät, setzen uns daneben, ziehen das auf den Kollegen. Sehr gut. Du kommst mit. Dahin. Den können wir jetzt anmachen, damit schon mal der Stahl da reinläuft. Bringen tut uns das noch gar nichts. So. Wir haben auch noch Sachen, die noch nicht angeschlossen sind, wo wir noch nicht wissen, was wir brauchen. Aber wir haben am wenigsten schon mal die Möglichkeit, jetzt alles so da reinzumachen. Du müsstest theoretisch der da sein. Und das sieht auch gut aus. Also sagen wir dir, du bist Hallo. Eisenplatten. Ich mach mal kurz an. So gefällt. Okay, geht wieder runter. Maximal 60. Das siehst, den Ausschlag siehst du hier noch nicht mal. Okay, aber müsste jetzt alles da unten vollgelaufen sein und gut ist. So. Ach nee, hier wollten wir gar nicht hin. Und die Ebene wollten wir noch gar nicht. Da müssen wir halt hinten pumpen und so. Bis jetzt geht das erstaunlich gut. Ich sollte meine Klappe halten, weil sonst eskaliert das gleich und alles geht schief. So, okay, ist noch nicht viel reingelaufen. Mal eben gucken. Ist überhaupt was reingelaufen? Okay, so schnell ist der ganze Spaß hier nicht. Macht nichts, aber es ist was reingelaufen, das heißt, es hat funktioniert. Wunderbar. Was ist das hier mit euch? Ach, ihr macht auch Eisenplatte. Nein, ihr braucht Eisenplatte. Das ist aber nochmal was Separates. Ich wollte Stahl machen. Aber besser wäre, wenn ich die zuerst mache. Weil hier haben wir ja auch Stahlanliegen. Für die Dinger. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt, wir sollten jetzt aufhören. Okay, beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir den angeschlossen kriegen, den Spaß hier angeschlossen kriegen und hinten um den Kunststoff. Weil wenn wir den Kunststoff haben, kriegen wir den Kunststoff hier vorne auch rein. Das bedeutet, wir brauchen Gummi und Dingens. Wenn wir Gummi haben, können wir aber auch damit weitermachen. Das ist auch super.
Wofür braucht man denn nochmal Gummi? Egal, dann heißt das beim nächsten Mal Wasser von da unten auf die Maschinen da hinten bringen und mit der Leitung zufüttern. Ich weiß nicht mehr, wofür die war. So, dann die Sachen hier mit dem Strom verbinden. Ja, sehr gut. Heißt, wir machen jetzt noch ein schönes Thumbnail gemeinsam. Jetzt einfach mal hier so durchblickt, oder? Komm, ich geh mal runter. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ein bisschen Platz nach oben freilassen, damit ich da auch Text hinmachen kann. Das schön mittig halten. Eigentlich fotografietechnisch total bescheuert. Lassen wir aber so. Einmal den. Guck mal, den ersten haben wir schön da oben im oberen Drittel. Perfekt. Da haben wir das Foto gespeichert. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit wartet gut, Käffchen.